Moinsen, ich bin der Dan oder auch Shazun, Leute, und ich habe für euch heute 5 Tipps fürs Building mitgebracht. Ja, wir legen direkt los, ohne irgendein dummes Gemähr am Anfang. Let's go! So, ihr habt euer wunderschönes Haus gebaut, mit Pillar schön an der Seite, dies, das, Ananas, und jetzt merkt ihr, das ist ja langweilig, da fehlt ja noch eine Terrasse. Okay, wir könnten jetzt hergehen und sagen, bumm, bumm, Terrasse. Da denke ich mir dann aber, okay, gleiche Höhe, nicht so cool. Ihr nehmt eine Fence, snappt die am Pillar, an eurem wunderschönen Pillar, immer auf die Ecken, Pillar Vanilla. Ja, einen zweiten Pillar, vorne ans Ende. So, und jetzt, passt auf, jetzt Magic. Upp. Seht ihr das? Die Foundy snappt instant mit Hilfe des Pillars und der Fence auf ihren niedrigsten Snap-Punkt, den sie haben können. Schnupp, nehmt ihr wieder ab. Könnt die Fans abnehmen oder dran lassen, je nachdem, wie es euch dann gefällt oder eben auch nicht. Was macht er denn hier? Hier gehen sie mal weg. Ich bin hier am Arbeiten. Boing. So, dann einfach noch eine zweite daneben. Bam, bam. Und schon habe ich eine wunderschöne Terrasse. No. Können wir noch ein Treppchen hinmachen. Jups. Nice. Was cool ist, wenn ihr dann Auto-Crafting oder so betreibt, könnt ihr auch gleich eure Forges hinstellen, ein Table, wie ihr halt Bock habt. Ne? Wir machen direkt weiter mit Tipp Nummer 2. Pillars halbieren, Leute. Manchmal ist es ja auch komisch, wenn Pillars einfach so auf der Höhe sind und ihr, ja, ihr wollt dann eine Railing setzen und irgendwie sieht das nicht schön aus. Also, ja, ist halt zu hoch. Ne? Wir wollen den halbieren. Können wir machen. Wir nehmen eine Quarter Wall. Bam. Ihr könnt den unteren sogar sitzen lassen. Nehmt euren Pillar. Er snappt jetzt natürlich, weil ich jetzt auf den, ne, auf den unteren Pillar schaue. So, ein bisschen nach oben. Und schon hilft uns die Quarter Wall, den hier in den anderen reinzustacken. Wir nehmen die ab und schon haben wir eine richtig coole Höhe. Und dann sieht das auch mit den Railings auf einmal nicht mehr ganz so komisch aus. Schaut zwar noch ein bisschen drüber, aber sinnvoll, ne? Statt volle Höhe. Tipp Nummer 3. Tische stapeln, Leute. Ihr wollt ein Regal oder so imitieren, ne? Tisch mit festem Snappoint setzen. Und dann nicht den äußeren nehmen, sondern den nächsten dran. Dann lauft ihr davor. Schaut nach oben. Joink, und gestapelt. Wichtig dabei ist, dass die Hölzer in eure Richtung zeigen, ne? Quer geht es nicht. Da erkennt er das nicht. Da setzt er den Stuhl dann wie ein Kreuz drauf. Den Tisch wie ein Kreuz drauf, ne? Also ihr müsst gucken, dass die in Längsrichtung sind. So, jetzt könnte man sagen, okay, will ich noch einen dritten drauf machen? Das geht aber nicht. Seht ihr, der ist rot. Ja, woran liegt das? Es liegt tatsächlich daran, dass er immer einen Gegenspieler braucht. Also so hoch wie ihr stapeln wollt, so weit rüber müsst ihr. Ich glaube, 4 Stück gehen übereinander. Ein kleines Problem ist, kann ich euch gleich nochmal zeigen, es lässt sich leider, wenn die Tische dann übereinander sind, nichts mehr draufsetzen. Das müsst ihr vorher machen, ne? Setzt ihr vorher schon einen Mörser drauf und dann stapelt ihr die Tische. Und schon habt ihr ein kleines Regal. Ist eigentlich ganz geil. Können wir mal kurz eine Kiste draufpacken. Dass ihr wisst, was ich meine. Das sieht dann schon hot aus. Ja, komm, machen wir mal randommäßig so. Ne? Hat dann schon was. Tipp Nummer 4. Halbe Treppen. Ceiling, Quarter Ceiling. Ach, guck mal, da sitzt sogar schon einer. Stark. Quarter Ceiling. Treppe. Anna. So, jetzt könnt ihr probieren, entweder mit einer Wall zu arbeiten. Ist ein bisschen tricky, geht manchmal nicht so gut, brauchen wir nicht. Wir gehen einfach mit einer Slop dran an den ganzen Bums.
Das sieht ja dann am Ende auch geschlossen aus, ne? Und zack. Schon halbe Treppe. Sieht mega cool aus. Absolut entspannt. Noch ein schönes Geländer dran. Schnupp. Schnupp. Geht auch durch. Ne? Auf ganz entspannt. Ist eigentlich ganz geil. Und macht euch keine Sorgen wegen der Viertelwand da. Ihr seht's schon. Ja, wegen der halben meine ich, wegen der halben Ceiling. Ihr seht's schon. Man kann die nämlich wunderbar ineinander schieben. Dadurch. Halt. Also, ne, das bleibt nicht offen. Ihr könnt das schön geschmeidig mit einer Railing schick machen. Wir machen es auch noch schick. Sonst fühlt es sich irgendwie unfertig an. Und Tipp Nummer 5, Leute, eigentlich im Prinzip dasselbe für eventuell schmucke Dächer. Kann natürlich sein, dass es jetzt nicht funzt. So, so, wieder also mit einer Quarter Ceiling arbeiten. Quarter Wall arbeiten. Ja, so ein bisschen Gefummel, den Snap-Punkt da zu finden dann. Könnt auch den probieren. Irgendeiner wird schon funzen. Guck mal, da ist er. Bam. Habt ihr die Ceiling halbiert? Richtig reden kann er auch nicht mehr. Und dann entweder mit Dächern. Oder mit Ramps. Wobei die Ramps einen komischen Winkel haben, finde ich. So. Aber geht auf jeden Fall klar. Für eine Brücke zum Beispiel. Habe ich heute im Stream im Prinzip genauso gemacht. Mit der gleichen Technik. Ne, wenn ihr nur eine Ceiling quasi als Weg nehmen wollt und das überdachen möchtet. Okay, Leute. Das war's schon. Ich hoffe, es hilft ein bisschen weiter. Keine Ahnung. Über einen Daumen würde ich mich mega freuen. Über ein kostenloses Abo natürlich auch. Schaut gerne mal am Stream vorbei. Und ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Tschüssi, gesund bleiben und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüssi. Rinjahauen, ich bin raus. Jetzt. Tschüss.